So, hi Leute. Viele von euch haben mich gefragt, was ich so alles in meine Haare mache, damit die so aussehen. Ist eigentlich nicht so spektakulär, aber ich zeige es euch einfach mal. Vielleicht hilft es euch weiter. Also das ist nicht meine Naturhaarfarbe. Ich habe so mittelbraunes Haar eigentlich. Und ich benutze von Schwarzkopf Blond den Auffäller in LD. Das ist speziell für dunkles Haar, weil normale Aufheller sind bei mir immer so rötlich geworden oder richtig blond und ich wollte halt diese so eine Honigfarbe haben und damit habe ich das bekommen. Und kostet so circa 5 Euro, glaube ich, je nachdem, ob ihr zu Rossmann oder DM geht. Ich glaube, bei Rossmann sind die meistens billiger. Und ja, mache ich jetzt auch schon so einige Jahre so. Dann wasche ich mein Haar. Also ich habe noch nicht das perfekte Shampoo gefunden. Ich wechsle eigentlich ständig. Ich habe schon alles ausprobiert. Zurzeit bin ich bei Dove Therapy hängen geblieben, obwohl ich das eigentlich auch zum ersten Mal jetzt so benutze. Das ist die Color Care Therapy mit reparierendem Serum für koloriertes Haar. Und dazu die passende Spülung. Ja. Dann mache ich ein- bis zweimal die Woche so eine Haarkur. Das ist jetzt von Schwarzkopf Glisskur Hair Repair. Das mache ich mir dann drauf, lasse es einwirken und spüle das dann ganz normal aus. Ich denke mal, dass es schon wichtig ist, eine Haarkur zu machen, damit einfach das brüchige Haar nochmal so mehr Feuchtigkeit bekommt, das, die spröden Enden vor allem. Und dazu mache ich auch manchmal, also, ja, der Ember ist jetzt gerade da, dazu nehme ich manchmal auch von John Frieda Frizz Ease Zauberformel Perfektions Finish Creme. Die mache ich so auf die Enden und so ein bisschen bis hoch ins Haar. Also ist schon ganz okay, weil wenn es so richtig spröde ist, hilft es schon. Aber so eine Dauer, also eine andauernde Wirkung ist da nicht zu sehen. Ist eigentlich nur so am Tag. Also gerade wenn man es drauf macht, sieht man die Wirkung, aber sie hält halt nicht an. Wenn es weggespült ist, spült es halt weg. Ich wasche auch jeden Tag mein Haar, was ja nicht so gut sein soll oder ist, weil es die Haare halt austrocknet. Glücklicherweise habe ich trotzdem keine Schuppen. Dafür habe ich das Gegenteil, dass wenn ich mal mein Haar, also ich, wie gesagt, ich wasche es jeden Tag, aber wenn ich zum Beispiel gar nicht rausgehe am nächsten Tag und ich bin nur zu Hause, dann wasche ich es eben nicht und dann fettet mein Haar halt schnell nach, weil es gewohnt ist, ständig gewaschen zu werden. Und naja, das nehme ich halt in Kauf, weil ich kann einfach nicht mit ungewaschenem Haar rausgehen, sorry. Ich bin es halt schon so gewohnt, ich mache das schon seit Jahren so und naja, wenn die richtige Pflege drin ist im Haar, dann denke ich, wird es auch nicht spröde oder trocken. Also deswegen zum Beispiel nehme ich halt diese Haarkur, das hilft schon ganz schön. Und dann nehme ich eigentlich auch täglich nach dem Haarewaschen von John Frieda Root Awakening. Das gesünderes Haar vom Ansatz bis in die Spitzen. Also das ist dann hier so ein Pumpspray. Das sprüht man sich so in die Haare, also direkt auf die Kopfhaut. Und dann massiert man das ein. Da muss ich ehrlich sagen, habe ich auch noch nichts gemerkt von der Wirkung. Was nur, also es ist nur direkt, wenn man es drauf sprüht, ein sehr erfrischendes Gefühl, weil da, ich glaube, ja, Eukalyptus drin ist. Und das ist schon so, ja, schon so ein frischer Kick. Das ist ganz schön. Und die Haare sind dann sehr leicht kämmbar. Das schon. Aber für so einen lang anhaftenden Effekt bekommt man dadurch nicht, meiner Meinung nach. Also es ist nur direkt, wenn man es drauf sprüht. Dann kann man sehr gut durch die Haare fahren. Und da verknotet auch nichts. Das schon. Jo. Ich nehme es halt trotzdem, weil es gefällt mir. Es hat so ein frisches Gefühl einfach. Ja, und dann nehme ich halt ab und zu auch, weil ich ja schon mal gezeigt habe, von Lush, die American Cream, den Conditioner. Aber da muss ich sagen, hatte ich auch anfangs extreme Probleme mit der Konsistenz, weil es sehr flüssig ist. Und ich brauche halt eher so eine cremige Konsistenz. Aber für den Duft, also da nehme ich das gerne in Kauf. Der Duft ist einfach himmlisch.
Und dann versuche ich zumindest jeden Abend mein Haar mit so einer Bürste durchzubürsten. Das ist so eine Paddelbürste mit so Naturborsten und hat halt hier so diese normalen Borsten. Und damit bürste ich dann jeden Abend, oder ich versuche zumindest jeden Abend, mein Haar 100 Mal damit durchzubürsten. Das klingt jetzt voll übertrieben. Also ich habe das noch aus meiner Kindheit, meine Mutter hat mir gesagt, ich soll das immer machen. Das ist gut, das stimuliert die Kopfhaut und gibt dann die Öle frei, was Gutes für das Haar. Und und diese Naturborsten, das reinigt auch nochmal das Haar und macht es auch ganz weich. Das ist ganz weich dann. Ja, das ist eigentlich so meine Haarpflegeroutine, das, was ich alles für mein Haar mache. Ach so, und ab und zu habe ich jetzt nur nicht da, so einmal im Monat ungefähr, mache ich mir so eine Hot Oil Kur sozusagen. Das sind so kleine Ampullen, so kleine Fläschchen oder Tübchen, die gibt es in der Drogerie. Ist nur so einmalig für einmal zu benutzen. Das macht man sich auch auf die Kopfhaut, massiert es dann ein und wäscht es dann aus. Ja, das ist halt ganz wichtig, dass die Kopfhaut immer gesund ist, weil da wächst ja dann das. So, ich hoffe, euch hat das irgendwie geholfen. Das ist so meine Haarpflegeroutine oder die Sachen, die ich alle benutze für mein Haar. Und falls ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt, dann schreibt es in die Comments und ich werde so schnell wie möglich versuchen, alles zu beantworten. Alles klar, dann noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Dann tschüss!